dann. Ach, ich hätte abladen und zurückschicken sollen. Ja, zu spät. So, dann läufst du mal hier ins Krankenhaus. Jo. Jo. Ach, jetzt kriegen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle abgezogen. Hm, ganz klein wenig. Ihr seid erwacht. Ah, schmeiß dich schon mal im Rat aus. Nun? Cui bono? Ah ja, ihr seid erwacht. Gut, das war klar und eindeutig. Dann werden... Oh, wir haben schon wieder 10.000, was? Gar nicht, kann man die Warenhäuser von Meister leiten lassen? Ich glaube leider nicht, weil sonst... Wir haben hier aber auch nichts, ne? Irgendwie so ein Diebeshaus oder sehr cool, da kann man einfach das da reinschmeißen, dann könnte der Meister das verkaufen. Aber naja, gut. Ist was? Ja, die hatte vorhin einen Gast wahrscheinlich. 11.000. 11.000. Was sagen denn hier unsere Dinge? Okay. Oh, zwei Thesenpapiere. So, also überspringen wir auf jeden Fall mal so die Nacht bis um 6 Uhr. Ein Kontor kauft eine bestimmte Ware. Ah ja, Holding, schön. Und anschließend lassen wir wieder normal laufen. Oh, der ist schon fast wieder da. Das ist gut. Gildenmeister. Wieder zwei Stück. Der Tandler und der andere. Oh, wir haben gleich 15.000. Wo ist der Feind? Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Kleinigkeit. Ah, seid gegrüßt. Was für ein schöner Frühlingsmorgen, nicht wahr? So, diesen Stapel hier hin und jetzt noch da schnell die Urkunde beglaubigt. Was gibt's denn? Also gut, kommen wir zum Geschäftlichen. Kaiser werdet ihr hier nicht, aber für euch könnte ich versuchen, eine Urkunde mit einem höheren Titel zu besorgen. Nur ein paar Münzen, zwar nicht ganz legal, aber günstig, nicht? Aber gewiss. Ihr werdet in Kürze eine Depesche erhalten, die euch über diese Angelegenheit informiert. Ich bin gerüstet. So, dann schicken wir ihn mal wieder zur ewigen Zeit mal in die Pinte. Gottes Zorn. Die Äcker in Düsseldorf werden von Heuschreckenschwärmen heimgesucht und kahl gefressen. Gegen diese Plage ist kein Kraut gewachsen und die örtlichen Bauern müssen mit erheblich geringeren Erträgen der befallenen Felder rechnen. Diese Saison ist die Ernte verloren. Ja, auch traurige Sache. Das können sie zum Glück auch noch mit den anderen handeln, das geht dann noch. Was macht die da? Ja?
glaube, ich bin krank. Seht doch bitte einmal nach. Herzlichen Glückwunsch. In seiner wahrlich großen Weisheit hat der Rat beschlossen, euch einen neuen Titel zu verleihen. Ja, von nun an dürfen wir uns Freibürger nennen. Cogito ergo sum. Unsere Privilegien sind jetzt erstens 10 Betriebe. Wir haben bisher 7. Es fehlt euch Geld. Wofür? Naja. Und jemanden beleidigen und natürlich auf ein Amt bewerben, jetzt auch in höhere Ebene. Dementsprechend laufen jetzt erstmal gerade einfach da nach Hause. Er schenkt aus. Ist das Gebäude noch zu haben? Ja, immer noch für 17.000. Naja, erstmal bauen wir andere Sachen. Ich glaube, Parfüm ist noch schlecht. Wir bauen einfach nochmal ein... Wie heißen die Dinger? Eine Tinkturei gleich für 1.500. Dann kümmern wir uns mal um die Sachen. Die könnten euch vielleicht mal Konkurrenten werden. Da reißen wir die mich ab und dann kriegen wir das Geld auch teilweise zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir's. So, jetzt fangen alle unsere Leute langsam aber sicher an zu arbeiten. Herzlichen Glückwunsch! Ein Familienmitglied hat sein Studium erfolgreich mit Diplom abgeschlossen. Im Namen des Direktoriums sei mit diesem Diplom bescheinigt, dass Physilis Nemo die Universität von Norvesium besucht und durch eine eigens erarbeitete Thesis die Abschlussanforderungen des Seminars erfüllt und somit den Grad Baccalaureus Disputi erworben hat. Diese Gradierung erlaubt es, einen Doktortitel auf einer Universität anzustreben, gezeichnete Dekan Norvesium im Frühling 1416. Auch wieder schön gefüllt, da müssen wir natürlich wieder ein bisschen Kohle haben. Generell brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Geld, den wir gerade für 15.000 einfach mal einen Adelstitel gekauft haben. Ich habe schon blaue Flecken vom ständigen Anklicken. Wo ist das? Soll ich etwas erledigen? Talente 2, boah, das wird gleich richtig Geld bringen. Okay, Arzt. Heilertasche umgehört, das ist auch nicht gerade schlecht. Ja, Krötenschleim, ja. Kleines Dorf, verschlafen rings um einen Wald. Ne, mitten eines Waldes, ringsherum. In der Ferne Leverkusen sowie Düsseldorf, verbunden durch einige Brücken und einen Weg. Verschlafen, aber mittlerweile leicht erwacht, denn es ist euch Hauptstadt. Ja, gut, das mit dem Dichten soll ich nochmal üben. Vor allem nicht einfach sofort. Ich muss überlegen. Wofür wollte ich jetzt 1000 haben? Apropos 1000, was ist jetzt eigentlich? Der Karren müsste eigentlich längst... Ist der Karren immer noch nicht... Moment. Glück gehabt. Ist der Karren immer noch nicht angekommen? Doch. Meine Füße tun weh. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Alter, Mann, war ein, ja, wieder Vögler, Manu. Was wollte ich denn mit 1000 machen? Aus irgendwelchen mysteriösen Gründen wollte ich 1000 haben. 8500 für die Tinktorei. Ja, richtig. Ja, wollen wir sie dorthin nehmen.
weil wir eigentlich fast noch eine mehr bauen können, aber... 5900? 6500. Das müssen wir auch noch ausbauen für 10.000. Hast du gerade erst angefangen? Ja, warte noch ein bisschen. Wie sieht es eigentlich aus in Düsseldorf zum Beispiel? Haben wir da noch irgendwas aufzukaufen? Da könnte man nämlich einfach direkt hier hinfahren und das vertickern. Gute Hütte Anglerkarte. Die Anglerkarten. Die kann ich. Aber die kann ich, glaube ich, aufkaufen. Aufkaufen. Patronen. Sind hier denn Fische? Ja. Okay, da fehlt mir ein Privileg zu. Aber das können wir später machen, wenn unser erstes Kind hier aufgenommen wird. Aber wir können auch noch in Köln zum Beispiel irgendwas aufkaufen. Obwohl, wir haben ja generell eh hier unsere Diebeshütte. Dann fahren wir auf unsere Diebeshütte, laden da das Zeug ab. Und der Meister verkauft das dann für 125%. Kaufen wir mal den Karren. Kaufen wir einen 1000. Aber auch zwei Wachleute dazu. So. Ah, ich wurde im Rathaus erwartet. Und bei unserem Haus. Aber das dauert dann nicht mehr so lange. Warten wir ja ein bisschen, bis wir Geld haben. Das waren 6500 und das waren 5900. Ja, ja, 5900. Was wird dann hier verändert jetzt noch mit? Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ah, ja, gut. Wir könnten uns natürlich auch schon mal nach da oben so ein bisschen orientieren. Oh. Die Familie. Meine Klinge ist. Und dass das jetzt noch funktioniert, ist ein bisschen. Naja. Ach, das entscheiden alle, ne? Weil wir, ja, wir sind nicht so beliebt bei denen leider. So, ich warte gerade mal, weil dann bewerben wir uns gleich mal. Wenn wir ja eine höher oder eine niedriger, aber ich tendiere fast zu einer niedriger. Wenn das überhaupt, ich glaube, das ging nicht ohne weiteres. Brechen. Für Ruhm und Ehre. Und nun? Kleinigkeit. Ah, verdammt, funktioniert nicht mehr. Scheiße. Naja, müssen wir uns von unten wieder hocharbeiten. Weil wahrscheinlich. Obdach möchte ein Nicht-Angriffspakt. Okay, dann klauen wir uns mal ein paar Euro 50. Wenn wir jetzt eh gleich hier unser Amt verlieren. Können wir nicht davon schon mal kaufen? Yep. Abreißen. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Kaufen. Ihr seid ein Schuft. Yep. Abreißen. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Schon wieder eine Amtswahl. Ja, andauert eine Amtswahl, ne? Umsatzsteuer wurde geändert. Werte Damen und Herren, ich erkläre die heutige Sitzung für eröffnet. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Die wunderschöne Position als unser aller Landesherr. Das ist mein Amt.
folgende Personen haben sich beworben. Bros Nemo. Petra Hühnerhorst. Die Wahlberechtigten so, sind... gucken. Abigail Nemo. Hotgar Hühnerhorst. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Drohen wir mal gucken, ob es funktioniert. Weil ich euch sonst in den Kerker werfen lasse. Was für eine billige Drohung. Ja, leider nicht, aber gut. Kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen natürlich für Bruce. Die stimmen für Petra und. Na. Ist manipuliert. Man sollte euch alle zum Richtplatz schleifen. Lasst uns nun um folgenden Amt. Im Hintergrund hören Sie die neue menschliche Kettensäge. Säge. Sitz des Bischofs. Folgender Bewerber hat sich eingefunden. Hannelore Tandler. Da sich nur ein einziger Bewerber für das Amt eingefunden hat, ist keine weitere Debatte vonnöten. Vielen Dank, dass ihr mich gewählt habt. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Das Amt des Pachtmeisters. Wagt es mir, mein Amt nehmen zu wollen? Das wäre der Böse. Folgende Personen haben sich beworben. Kendrick Calvert. Astrid Osborn. Die Wahlberechtigten sind Hannelore Tandler, Hotgar Hühnerhorst. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Weil ich euch sonst in den Kerker werfen lasse. Ruhe! Lasst uns einfach abstimmen. Kendrick Calvert. Kendrick Calvert. Abgelehnt. Danke für euer Vertrauen. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Den unterhaltsamen Henkerposten. Verdammt, das ist ja mein Amt. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Melissa Oldcastle, Fabian Tandler. Die Wahlberechtigten sind Hannelore Tandler und Hotgar Hühnerhorst. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Weil ich euch sonst den Kerker werfen lasse. Sind die Kunde der Drohungen. Ich glaube, das ist ernst gemeint. Hilfe. Okay, bei denen wirkt lasst das. Lasst uns zur Abstimmung kommen. Fabian Tandler. Ja, Oldcastle. Da kein eindeutiges Ergebnis vorliegt, entscheidet das Los für einen anderen. Ach, Oldcastle. Also bleibt alles beim Alten. Danke für euer Vertrauen. Sehr geehrte Ratsmitglieder, damit ist die heutige Sitzung geschlossen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt euer Amt.